Wie ist das eigentlich, wenn alles wächst, dann muss doch auch was anderes schrumpfen. Könnte ich meine Schulden mit einem Kredit abbezahlen? Und was hat das mit Stagflation zu tun? Stagflation ist ja auch nur ein anderes Wort für Nettoverschuldung. Ne? Und was ist eigentlich Nettoverschuldung? Und was ist eigentlich, wenn es einen Krieg gibt oder eine Pandemie? Was ist denn mit dem Wachstum? Wie wird das eigentlich gemessen, das Wachstum? Also was genau wird da gemessen? Und gibt es irgendwann eine Grenze, wo man sagt, jetzt haben eigentlich alle genug, jetzt brauchen wir nicht weiter zu wachsen? Kaffee oder Tee? Beatles oder Stones? Karte oder Cash? Wir lassen keinen zurück! Oh, ist immer wieder schön hier. Ist dein Hamburg. Ja, Hamburg. Wunderschön. Weißt du, wo wir hier genau sind? Also hier jetzt, diese Stelle? Ja, ich war hier schon mal. Also ich bin zwar aus Köln, aber lass mich gucken. Ich kenne die Brücke. Wie heißt, wo sind wir? Genau. Kenne die Brücke. Ach, kenne die Brücke. Ja, hier kommt alles zusammen. Ja. Zum Beispiel da drüben fährt die S-Bahn und die Fernbahn. Ja. Hier hast du die Schiffe unten drunter, Fahrräder, Fußgänger, das ganze Programm. Autos. Ja, ja. Ist ein bisschen laut, ne? Was? Ist ein bisschen laut. Ja. Hauptsächlich die Autos, aber da sind viele Pendler dabei. Ja. Die müssen ja irgendwie rein in die Stadt und wieder raus, ne? Naja, du bist ja kein Pendler, du hast ja nicht mal ein Auto. Ja, es geht doch nicht um mich, es geht doch um das große Ganze. Ja. Dass das irgendwie nicht so bleiben kann, wie es ist. Verkehrschaos. Dürre, Überschwemmungen, verseuchte Böden. Energiekrise. Das kennen doch jetzt wirklich alle. Haben Sie auch keine Lust mehr zu hören, wie schwierig alles ist? Wo sind denn eigentlich die guten Geschichten? Wir wollen Menschen besuchen, die sich schon aufgemacht haben in eine neue Zeit. Vielleicht kann man sich bei denen ja was abgucken. Da ist hallo, er. Hallo. Sind Sie Herr Büse? Bin ich. Grüß Sie. Danke, gut. Ich hoffe, Sie selber auch. Ich glaube, das Spannendste für mich oder die wichtigste Erkenntnis war, dass egal in welchem Sektor wir unterwegs waren und wen wir kennengelernt haben, die Initiative ging immer von einzelnen Menschen aus. Es ist immer ein Mensch, der sagt, ich mache das jetzt einfach. Wir versorgen uns selber mit Energie aus dem Windpark. Ich habe eine eigene Motivation, weil wir verdienen damit Geld. Everything was with cars, the traffic jams, the noise, the unsafety and so on. And we changed everything in one weekend. Die Probleme sind meist strukturell in vielen Bereichen. Und das halte ich für schwierig, sogenannte Verantwortliche aus der Verantwortung zu nehmen. Das Zürcher Modell, was macht die Stadt Zürich aus? Was macht die Stadt Zürich anders? Die Bevorzugung an den großen Kreuzungen, also an den Verkehrsampeln, die so gesteuert werden, dass der öffentliche Verkehr Priorität hat. Ich finde absolut, dass man positive Geschichten gerade in Zeiten der Krise erzählen muss. Es ist zum Beispiel so, wenn man sich immer nur die ganze Zeit mit dem Negativen auseinandersetzt. Am Ende ist das alles unser Leben und am Ende haben wir auch nur unsere eigene Psyche. Und wir brauchen einfach diese Hoffnungsschimmer, wir brauchen diese Lichtblicke in einer Gesellschaft oder in einem System oder im globalen Umfeld, in dem wir immer mehr Probleme uns ausgesetzt fühlen. Und dementsprechend finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir gerade in Zeiten der Krise solche Lichtblicke erzählen, solche positiven Geschichten erzählen. Weil, ich sag mal so, wenn ich noch ein paar mehr schlechte Nachrichten bekomme, explodiert auch einfach mein Kopf. Wir haben hier eine Baustelle. Normalerweise werden nur 1% der Materialien von Rückbaustellen tatsächlich wiederverwendet. Und das wollen wir natürlich ändern. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde sagen, um das anzuschauen, müssen wir mal reingehen. Okay. Wollen wir reingehen? Ja, gehen wir rein. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht genau. Kommen wir oder, nee, ich glaube, wir gehen. Nein, nee? Nein, komm, wir gehen hier einmal gehen rum. Gut. Ich zeige mal das Auto hier, ne? Das ist so ein, eigentlich ja wie ein Rennwagen, aber wir haben den kastriert, wir haben den gedrosselt auf 135. Schneller kann er nicht fahren. Also wir führen das Tempolimit schon selber ein, damit mein Vater nicht so schnell fährt, weil der tritt immer ganz durch und dann ist es zu Ende. Ne? Einmal hatte ich das sogar, da war die Batterie leer. Ich sehe das ja über meine App im Handy. Dann habe ich ihn auf 80 gedrosselt, damit er dann auch nach Hause kommt. Ne? Mit deinem Telefon kannst du deinen Vater steuern. Ja, genau. Das würden sich viele Leute wünschen. Zu sehen, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich schon seit Jahren mit Lösungen beschäftigen und so Lösungsenergien haben und einfach angefangen haben, Dinge zu verändern. Und zwar nicht nur am anderen Ende der Welt, auch sondern einfach bei uns um die Ecke. Das hat mir wahnsinnig viel Hoffnung und auch weiteren Antrieb gegeben. Das muss sich ändern, dass Nachhaltigkeit und ein umweltbewusstes Leben teuer sind. Das geht nicht. Kleiner Tipp, ab 20.03. in Ihrer ARD-Mediathek. Wir können auch anders. Schaut mal rein, es geht um eure Zukunft und um meine.